Im Grazer Theater Lechtaler Belic ist wieder einmal eine österreichische Ersturaufführung zu sehen. Diesmal das Theaterstück Frankie und Johnny von Terence McNally. Spürst du es nicht? Spürst du es nicht, was in diesem Raum passiert? Fühlst du es nicht, ha? Du brauchst zu viel, du willst zu viel, ich kann nicht. Eben erst haben sie in einer gemeinsamen Nacht zueinander gefunden. Doch Kellnerin Frankie hat Angst vor ihren Gefühlen für Koch Johnny. Wie ich bin, geht dich einen Scheiß an. Ich rede so beschissen, wie mir beschissen zumute ist in meiner Scheißwohnung. Und du, du Arsch, wirst mir den heutigen Abend nicht versauen, nur weil du mir sagst, dass du mich liebst. Frankie und Johnny ist nicht nur eine romantische Geschichte über den holprigen Beginn einer Beziehung, sondern auch ein sehr persönliches Stück. Sind doch Lechtaler und Belic auch im wahren Leben ein Paar? Eine Komödie also mit Wiedererkennungswert? Es trifft uns natürlich, weil keine Beziehung ist einfach. Keine Liebesbeziehung, wie sie beginnt, beginnt einfach mit rosarot, sondern es beginnt einmal dunkelblau und dunkelgrün und wird dann langsam rosa vielleicht. Und das Schöne ist, mit der Zeit wird es dann ganz, ganz, ganz rosarot. Berührende Szenen, für die ein Bühnenbild geschaffen wurde, das den Zuschauer wie durch ein Schlüsselloch an der Geschichte teilhaben lässt. Wir haben uns eine Schutzmauer gebaut, die aber durchlässig ist, die dem Publikum die Möglichkeit gibt, durchzusehen, das Ganze durch einen Schleier zu sehen, etwas verzaubert auch zu sehen, wenn man will. Ich möchte nicht mehr suchen. Das, was ich will, das ist hier in diesem Zimmer. Frankie und Johnny, eine einfühlsame Beziehungskomödie im Theater Lechtaler Belic.